Heute haben wir einen italienischen Tag. Italienischen Tag heißt... Ja, erstmal Servus zusammen. Komplett chaotischer Anfang hier. Eigentlich hatte ich heute folgenden Plan. Ich wollte einen sogenannten Alpha-Tag vorstellen bei unserem YouTube-Video hier. Warum? Wir haben einmal einen Alpha Stelvio QV da gehabt und wir haben gleichzeitig den Giulia QV hier mit 2,9 Liter V6 Biturbo. Beide derselbe Motor. Ihr wisst, das ist das Topmodell von Alpha. Das Ding gibt es jetzt auch halt als SUV. Und wir hatten ohne Ende zu tun und wie gesagt, wir sind immer noch im Tuningbetrieb oder immer noch, wir müssen halt auch arbeiten hier. Wir haben den Anfang bis Eingangsmessung bei dem SUV gemacht und haben aber den kompletten Eingang hier komplett vergessen. Ich komme gerade um 20 vor 9, bin ich fertig, unsere Geschäftspartner sind gerade weg. Ich komme hier runter, ich denke, oh geil, Motor draußen, ja, was haben wir vergessen? Alles, was Video und so angeht, aber gut, so ist es nun mal. Ich versuche jetzt, dass das irgendwie eine runde Sache wird hier mit dem Video trotzdem, weil ich das Projekt einfach geil finde und habe überlegt, ob ich es komplett sein lasse, weil der Anfang ist eigentlich totaler Käse. Aber wir machen das jetzt einfach und mal gucken, was meine Jungs daraus machen. Also vielleicht zeigen die euch auch mal zwei, drei Szenen, die wir heute Vormittag mit dem SUV gemacht haben. Das war eine Stage 1. Serie hatte der 523 PS gemessen, statt 510 und statt 600 Newtonmeter 615. So, Eingangsmessung haben wir hinter uns. Serieangaben sind ja 510 PS, 600 Newtonmeter. Wir haben 523 PS und 615 Newtonmeter. Also ein bisschen mehr wie Serienangabe. Und die reine Softwareleistungssteigerung hat 586 PS ergeben und 740 Newtonmeter. Und ja, wir haben aber, wie gesagt, nach der Leistungssteigerung habe ich keine Zeit mehr gehabt, beziehungsweise waren hier so viele Sachen zu tun, ich konnte leider nichts einfangen. Und hier haben wir den gleichen Motor, die gleiche Basis im Giulia. Das Ding kriegt Stage 3 von uns, geplant 680 PS ungefähr. Wir haben davon schon zwei Stages verkauft, nicht in Deutschland. Bei unseren Stützpunktpartnern im Ausland haben wir die Dinger gefahren, liefen wunderbar und hatten wir auch 683 PS. Machen wir jetzt hier nochmal bei uns auf dem Prüfstand. Motor muss dafür raus, Heidenarbeit, die haben heute Morgen angefangen. Ich denke mal so um die 12 Stunden hat das bestimmt gedauert. Also die haben sehr früh angefangen bei dem Ding, das weiß ich. Und habe es total vercheckt, das einfach mitzunehmen. Die Eingangsmessung von dem Auto haben wir. Die Eingangsleistungsmessung, die haben wir. Die können wir nachher mal einblenden. Und das Einzige, was halt hier fehlt, ist die Eingangsdriftbox. Total verschwitzt, total vergessen. Mache ich aber auch keinen im Vorwurf. Wie gesagt, wir sind ein kleines Team. Diese ganze YouTube-Nummer hier, die ist schon echt aufwendig. Und die Jungs müssen hier arbeiten und können dann nicht auf mich warten, dass wir da irgendwelche Sachen machen. Und da müssen wir einfach mit leben. Das ist jetzt nun mal der Anfang des Videos. Ich hoffe, meine Jungs retten, wie gesagt, das Video irgendwie. Und wir sehen uns bei diesem Video wieder, wenn die Turbolader von unserem Turboladerlieferanten wieder zurückkommen. Ich gehe da mal von 2 Wochen aus. Dann begleiten wir den Einbau. Dann fangen wir an mit der Software-Applikation. Hier müssen wir einiges mal ausprobieren. Da habe ich einiges vor, weil die Basis ist echt genial bei dem Alpha-Motor. Beziehungsweise ist ja ein Ferrari-Motor. Und ja, wenn das Ding wieder reingeht, sind wir mit der Kamera da. Das verspreche ich. Also bis dann. Die Turbolader sind wieder drin. Und zwar unsere Upgrade-Lader. Ich habe es wieder verschwitzt. Ich wusste zwar, dass die Turbolader heute eingebaut werden, aber ich habe es nicht hingekriegt, währenddessen mal mit der Kamera vorbeizuschauen. Es war wieder ein typischer Montag und ja. Turbolader sind drin, upgegradet. Hätte ich euch gerne auch nochmal gezeigt, wie beim Porsche-Video damals, was wir genau verändert haben oder was genau verändert worden ist, aber was soll ich sagen? Irgendwie ist da, ich hoffe, die Abstimmung und so läuft reibungsloser, aber da ist gerade noch Optimierungspotenzial, was das Video angeht hier. Ja, morgen wird der Motor, ihr seht, der Motor ist noch genau abgesenkt. Morgen wird er dann komplett hochgesetzt. Denk mal noch 1,5 Tage, dann zünden wir.
Und morgen komme ich auf jeden Fall mal, während die hier am Schaffen sind, der Fabi betreut das Projekt hier, komme ich auf jeden Fall nochmal dazu. Und ja, nur ein kurzes Statement, dass die Turbolader wieder da sind und dass sie schon wieder drin sind. Morgen geht's weiter. Wie versprochen, heute mal just in time, wo auch wirklich am Auto gearbeitet wird. Der Fabi und der Mansur haben den Motor fast schon drin, oder er ist drin. Und jetzt werden die Sachen wieder angeklemmt. Es ist schon viel Peripherie. Sind auch komplett im Tunnel, die beiden, ne? Ja, ich denke, morgen wird da starten, der Wagen. Oder, Fabi? Morgen, ne? Ich denke mal, ja. Also morgen mit den ersten bewegten Bildern. Turbolader sind drin, Motor ist drin. Starten. Total aufgeregt, der Fabi. Wie jedes Mal, ne? Beim ersten Mal. 3,5 Tage jetzt eingebaut. Oh! Das war aber emotionslos jetzt, ne? Einfach angemacht. Läuft. Der Fabi wird jetzt auf Probefahrt gehen. Wir haben eine Einfahrsoftware sozusagen, eine Basissoftware habe ich geschrieben, damit das auf jeden Fall fahrbar ist, dass das Fassverhältnis und sowas alles angepasst ist, dass der nicht direkt in Notlauf geht. Und danach geht es dann auf den Prüfstand. Aber erstmal wirklich einmal 10, 20 Kilometer fahren und gucken, ob alles dicht ist und alles funktioniert. Das ist ein schönes Beispiel bei diesem Giulia hier. Das Endergebnis von 670,9 PS und 804 Newtonmeter ist nicht ganz das, was wir normalerweise erreichen. Aber wir stimmen ein Auto immer nach Loks ab und nach Daten ab. Und das hat uns einfach gezeigt, dass nach etlichen Messfahrten auf dem Prüfstand und auch auf der Straße, dass die Werte genau hier im grünen Bereich sind. Und das Endergebnis sind dann einfach 670,9 PS. Klar sind es halt leider 9,1 PS weniger, als wir angeben. Aber primär sind bei uns immer saubere Abstimmungen und saubere Werte. Und ich denke, der Kunde wird trotzdem genauso viel Spaß haben, als hätte er 9 PS mehr. Und wir sind sehr zufrieden damit. Wir sind gespannt, was der Kunde sagt. Und also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.